Hallo Influencer! Viel Spaß beim Gucken vom Video. Heute geht es um eine Fluence Spider 2P und DIM-Möglichkeiten. Das macht mir Marmalade heute schon wieder. Das ist ganz einfach. Der hat richtig Bock auf die Jungs von Fluence. Und ich habe auch ein paar Geschenke dabei. Welche? Das lösen wir bald auf. Und hier sind sie. Spidermans! Herzlich willkommen zu einem Aufbauvideo über die Fluence Spider 2P oder auch ein Dimmer, geht immer. Das Video hier ist durch ein Joint Venture entstanden. Das ist eine Zusammenarbeit von LeanTech und Marmalade. Und hier seht ihr die gute Fluence Spider schon mal im Betrieb und wir zeigen euch jetzt den Verpackungsinhalt. Also hinten die zusammengeklappte Fluence, vorne im Bild die beiden Treiberbefestigungen. Der Treiber als solches, der Netzstecker, in unserem Fall mit EU-Plug und die vier Lampenaufhängungen. Das zeigen wir euch jetzt nochmal in der Großaufnahme. Und dann werden wir als Pflanzenlampenhändler oft gefragt, wie schafft man es denn, so eine große Lampe allein in Betrieb zu nehmen, ohne dass man da weitere Hilfe braucht. Und das zeigen wir euch jetzt. Sascha im Bild nimmt jetzt die Pflanzenlampe und trägt sie ins Zelt. Was er schon vorbereitet hat, sind vier Lampenaufhängungen, sogenannte Pro-Hänger. Und die hängen oben an den Querstangen im Zelt und werden jetzt mit den Original-Lampenaufhängungen der Fluence verbunden. Dazu müssen zuerst die Fluence-Lampenaufhänger an der Lampe montiert werden. Das ist aber ganz einfach, da gibt es also nur eine einzige Möglichkeit. Nachdem das erledigt ist, versetzen Sascha die Pro-Hänger auf der hinteren Seite vom Zelt in die Lage, die Lampe allein in die richtige Position zu bringen. Dazu verbindet er die Fluence-Lampenaufhängung wieder mit den Pro-Hängern und justiert die Fluence in die richtige Position, also in die Waage. Das war schon, jetzt kann der Treiber installiert werden und das zeigen wir euch jetzt. Da wechseln wir gleich in die Großaufnahme. Also die Treiberbefestigungen werden zwischen die zwei mittleren LED-Bars geklickt und wenn man den Treiber später integriert hat, wird er mit Schraubrädchen arretiert. Und diese Schraubrädchen sind unten an der Treiberbefestigung. Handfest drehen. Im besten Fall zeigt dann der Netzsteckeranschluss auf die hintere Seite vom Zelt, einfach weil er später mit einer Zeitschaltuhr verbunden wird und wahrscheinlich wird er dann sehr selten gebraucht. Dadurch hat man dann den Vorteil, dass man den Anschluss von dem Dimmer und den LEDs im vorderen Bereich des Zeltes hat. Vielleicht ist es euch ja schon aufgefallen, dass der Treiber im Video eventuell falsch rum montiert ist. Warum das keine gute Idee ist und noch ein paar Details, zeigt euch jetzt der Sascha. Den Treiber auf jeden Fall so installieren, dass die Schrift lesbar ist. Und dass das Typenschild des Treibers oder des Gehäuses auf der Unterseite ist. Wir haben euch nochmal eine Großaufnahme gemacht vom geöffneten Treiber und der hat sogar noch einen eigenen Kühlkörper. Stromkabel am besten nach hinten, da muss man eigentlich nicht mal ran. So, und wenn das Typenschild, das Fluence-Schild oben ist, dann ist man auf jeden Fall sicher, dass der Treiber in der richtigen Baulage ist, um die richtige Wärmeableitung zu gewährleisten. Alle Anschlüsse des Treibers sind sogenannte Pushlock-Anschlüsse. Das heißt, man braucht sie wirklich nur raufstecken. Zack. Und dann verriegeln sie. Dann sind sie auch schon fest zum Lösen. Einfach leicht drehen. Und dann lässt er sich auch wieder abziehen. So, Volt DC out. Das Anschluss für die LED-Seite. Also auf der Dimmer. Und hier unser Dimmer, weil ein Dimmer geht immer. Auf dem ersten Bild in der Dual-Version zum gleichzeitigen Dimmen von zwei Fluence Spider und auf dem nächsten Bild in der Single-Version für eine Fluence Spider. Die Kabel sind jeweils 2,5 Meter lang, damit man den Dimmer out of the box, also außerhalb vom Zelt betreiben kann. Der Sascha installiert den Dimmer gerade und führt ihn auf der von uns aus gesehen linken oberen Seite aus dem Zelt heraus und dann führen wir mal eine Dimmung durch. Und ihr werdet feststellen, dass man mit dem menschlichen Auge das nur ganz, ganz schlecht erkennen kann. Insbesondere in einem Video.
Wenn man es überhaupt erkennen kann, dann nur unten am Fußboden. Unter anderem deshalb haben wir PPFD-Messungen durchgeführt, photosynthetische Photonenflussdichte. Auf das Thema gehen wir jetzt ein, insbesondere bei der Empfehlung, wie unser Dimmer zu verwenden ist. Ja, den Dimmer haben wir nach PPFD-Messpunkten eingeteilt und das für euch auf dem Dimmer mit Prozentangaben visualisiert. Beim Gärtnern von lichtintensiven Pflanzen ist im Schnitt bei 1000 PPFD ohne CO2-Zufuhr Schluss. Mehr Licht kann die Pflanze nicht verwenden. Wie brutal die Fluence Spider 2P auf der Fläche von 1,20 m x 1,20 m ist, könnt ihr auf unseren Messergebnissen sehen, die wir auf 35 und 45 cm Höhe durchgeführt haben. Alles, was rot ist, ist ohne CO2-Zufuhr schon zu viel. Wie gesagt, ein Dimmer geht immer und spart einen Haufen Strom und eventuell Stress für die Pflänzchen. Ist nicht schön, wie das Baby das ganze Zelt ausfüllt? Das hat natürlich zur Folge, dass man für Ventilatoren und Zubehör wie Thermo- und Hygrometer einfach ein bisschen weniger Platz hat. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Zur Montage dieser verwendet man einfach den Rahmen der Fluence. Da kannst du also auch super gut zwei Ventilatoren montieren, auch beispielsweise auf einer Seite. Das Gewicht, das macht gar nichts, denn das kann man mit den Lampenaufhängern, also den Pro-Hängern, wieder ausgleichen und die Fluence in die Waage bringen. Jetzt widmen wir uns wieder dem Thema Messung in Verbindung mit unserem Dimmer. Und der Sascha positioniert jetzt gleich den Sensor von einem Parameter, also dem Lichtmessgerät. Und wir haben die Messung mit zwei verschiedenen Parametern durchgeführt. Ein neues von Trollmaster und ein etwas älteres. Das gleiche gilt für Strommessgerät. Da haben wir ein etwas vergilbtes älteres und ein neues verwendet. Und die kommen hier beide zum Einsatz. Und welche PPFD-Werte auf welcher Dimmerposition erreicht werden, das zeigt euch jetzt der Sascha. 1000 PPFD und nun wollen wir einmal zeigen, dass 100% 1000 PPFD sind, 80% ungefähr 800 PPFD sind und 60% natürlich ungefähr 600 PPFD sind. Dazu stellen wir den Sensor einmal ungefähr bei 1000 PPFD ein. In dem Fall ist es egal, fast egal, wo der Sensor sitzt, Hauptsache wir haben halt die 1000 PPFD. Nun stellen wir auf 80% und sollten ungefähr bei 800 PPFD landen. 776, 777. So, die Leistung passt sich nun langsam an. Die sind immer ein bisschen träger, die Messgeräte. 475 Watt. So, dann stellen wir das einmal auf 60%. Und dann sehen wir landen bei 600 PPFD. Die Leistung pendelt sich langsam ein. So, wir nähern uns dem Ende vom Video und zum Abschluss haben wir noch ein paar Empfehlungen für den Betrieb der Fluence Spider 2P. Also da macht ein Dimmer schon echt Sinn. Wir empfehlen in der Blütephase die Lampe zwischen anfänglich 60% und dann langsam sukzessive erhöhend über 2-3 Wochen auf 80% zu betreiben und dann zum richtigen Zeitpunkt in Woche 3, 4, 5 einen Boost zum Einsatz zu bringen. Das kommt auch auf die Pflanzen an. In der vegetativen Phase empfehlen wir bei 40% zu starten bzw. die Lampe nicht weiter als 40% zu dimmen, einfach wegen dem Wirkungsgrad von dem Treiber und das gilt für jede LED-Pflanzenlampe. Arbeitet da lieber mit der Höhe. So, zum Abschluss zeigen wir euch noch schnell Equipment, also einen zweiten Parameter und unseren Trollmaster-Koffer. Ja, alles von Trollmaster, wenn ihr also mehrere Lampen steuern wollt, könnt ihr über LeanTech oder Marmalade beziehen. Das beinhaltet unter anderem Multifunktionscontroller, Sensoren für Temperatur, Feuchtigkeit, Licht natürlich für ein Daily Light Integral, Lichtsteuerungsadapter, CO2-Sensoren, Rauchsensoren, alles bei Marmalade oder LeanTech. Last but not least, noch ein herzliches Danke an das Team von Fluence. Ich glaube, es ist nicht selbstverständlich, dass so ein großes Unternehmen wie Fluence bei Osram kleineren Unternehmen wie LeanTech oder Marmalade mit Rat und Tat zur Seite steht. Herzlichen Dank auch euch für Schauen vom Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder Abo da. Passt auf euch auf, bleibt gesund und vielen Dank für Schauen vom Video.